Wir müssen unsere Verteidigung unter schlimmsten Bedingungen gerade machen. Bin ich froh, wenn ich meine Tech-3-Abwehr bauen kann. Aber erstmal so weit kommen. Haha. Komm schon, Junge, ran, klotz ran. Das muss möglichst schnell fertig werden. Ich meine, ich kann mir ja keine Armee aufbauen, wenn ich keine Infrastruktur aufbauen kann. Wenn ich mich nicht mehr drum kümmern muss, dass ich hier Angriffe kriege, dann ist alles gut. Aber ich muss erstmal an diesen Punkt kommen. Das ist das Problem. Das ist alles nicht so einfach. Das Problem ist, jetzt kann ich erst was sehen, wenn die ins Sichtfeld kommen. Wir müssen schneller fertig werden. So, die sind auch bald hoffentlich mal fertig. So, die beiden, wenn sie fertig sind, helfen meinem Commander mit. Wenn das fertig ist, habe ich schon mal die erste Sache geschafft. Muss aber auch erstmal dazu kommen. Ah, das ist hier alles so unter Zeitdruck. So, der erste ist fertig. Der zweite wird gebaut. So, jetzt kann es langsam schon mal mit... Ah, fuck. Oh, ist gerade wieder zum richtigen Zeitpunkt online gegangen. Boah, Glück. Da habe ich Glück gehabt, ey. Das Ding ist gerade wieder zum richtigen Zeitpunkt online gegangen. Kommt schon, Jungs. Ist nicht mehr viel. Also hier fieber ich wirklich richtig mit. Hier bin ich auf der höchsten Alarmstufe, wenn ich mir das hier so anschaue. Und zwar permanent. Ich muss mich mal kurz kratzen. Boah. Ich komme noch in Schwitzen. Was sagt denn eigentlich die Uhr darauf? Oh, fuck. Wieder zum genau richtigen Zeitpunkt online gegangen. Komm schon, Jungs. Ja, so, das ist fertig. Wir kriegen wieder Energie dazu. Wir haben hier einen Tech-2er. Wir machen den hier mal auf Tech 2. Wir sagen denen, die sollen nochmal zwei Stück davon bauen. Geht halt gar nicht anders. Wir brauchen erstmal Energie, um auch Schildgeneratoren auf der Reihe zu kriegen. Wenn die das fertig haben, sollen die hier unten erstmal noch ein Schutzschild hinbauen. So, und dann ganz wichtig, hier oben ein Schutzschild hinbauen. Doch, das können wir machen. Wir können es auch auf Tech 3 aufrüsten, das ist wunderbar. Wow, was ist das? Was ist das? Was war das? Ich bin besorgt. So, energietechnisch müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Das ist ja geklärt. Nur die Masse ist jetzt gerade noch unser Problem. Das sind nicht mehr so viele, die wir jetzt auf Tech 3 aufrüsten müssen. Der hier ist jetzt im Gange. Den hier könnten wir eigentlich auch mal aufrüsten. Ich weiß, unser Masse-Minus ist permanent vorhanden. Damit müssen wir jetzt gerade momentan auch leben. Leute. Was haben wir denn eigentlich hier unten? Achso, stimmt, es war ja mal ehemalige UEF-Stadt. Kein Wunder, dass ich hier nichts auf 3 kriege hier. Nein, sag mir jetzt nicht. Oh, fuck. Der hat schon mal mobile Raketenwerfer. Das ist das Problem dabei. Die haben natürlich eine extrem große Reichweite.
Ach, damn it. Ich opfer gerade mal meine paar Bomber, die ich habe. Kann ja nur, weil einer von denen hier sein. Oder? Ja, ja klar, hier. Hier haben wir sie doch. Da haben wir doch die Übeltäter. Ja, so machen sie einen Mürbe und können weitermachen. Können einfach weiter angreifen. Komm schon. Ja, den hat er noch fertig gekriegt. Blalalalalalala. Langsam kriege ich hier wieder ein bisschen Mut dabei. Aber nur, wenn unsere Maskenproduktion jetzt langsam mal auf der Reihe kriegen könnten. Achso, der sagt, er hat nichts mehr zu tun. Ja, von wegen, Kollege. Du hast noch einiges zu tun. Es haben ja alle noch einiges zu tun. Also die Tech-2-Abwehr rettet uns schon mal gewissermaßen den Arsch. Das merken wir ja schon. Hier oben die eigentlich auch schon. So. Das mit der Masse ist immer noch so eine Geschichte. Eigentlich müsste ich direkt mal Tech 3 machen. Shit. Könnte der größte Fehler sein, den ich machen konnte, aber ich muss es ausprobieren. Was wird angegriffen? Das Schild wird angegriffen. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Das kann gemacht werden. Du sollst ruhig weiterhelfen, Kollege. Du bist witzig, Alte. Sieht immer noch schön bescheiden aus. Ja, muss jetzt sein. Müssen wir einen von den Schilden abdegradieren hier. So, den bewegen wir ein bisschen mehr in der Mitte. Ja, so ist eigentlich gut genug. Dann kann ich hier oben auf jeden Fall versuchen, mal ein bisschen was abzuhalten von den Angriffen. Wir bräuchten eigentlich dringend noch jemanden an unserer Seite. Einfach, der uns ein bisschen den Arsch rettet. Das ist jetzt schlecht. Auf diese kleine Reichweite hasse ich es einfach auch zu arbeiten. Aber was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich bin jetzt 40 Minuten im Spiel und es sieht ganz schön schlecht aus. Was? Nein, die haben das Teil angegriffen. So. Das braucht alles viel zu lange.
Man kann immer so viel falsch machen, ne? Ich muss mich anders positionieren. So. Aber das wird wirklich eine Folge des wenigen Redens. Einfach nur, weil es sich gerade einfach nicht mitmachen lässt. Oder wisst ihr was? Ihr helft jetzt einfach mal den Dingern hier. Oh, der geht noch zu Sekt 2. Ach, klasse. Also hier kann es wirklich lange dauern, bis wir weiterkommen. Ich hoffe, bei den anderen Missionen läuft es dann halt so ab, wie es jetzt schon bei den anderen Malen war, dass wir einfach auch Unterstützung haben. Es dauert jetzt natürlich alles noch viel länger. Wollen wir, warte, einen können wir eigentlich mal sagen. Der soll mal hier noch ein bisschen was abbauen. Das war vielleicht ein... Obwohl, nee, 140 kriegen wir nicht bewältigt. 140 ist dann doch zu viel, was er hier abbauen müsste. Das müsste, glaube ich, schon riesig sein. So, das soll er erstmal machen. Vielleicht bringt er immer ein bisschen was. Ich bezweifle es, aber, ne? Man kann ja noch glauben. Kann sich jetzt gerade wirklich nur um Stunden handeln. Oh. Ich muss jetzt gerade mal euch von eurem Pfad wegholen, ey. Die müssen jetzt erstmal mithelfen. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir irgendwo ein bisschen was rauskriegen. Wir müssen die jetzt nach und nach erstmal ein bisschen höher kriegen. Ich muss mich jetzt eigentlich erstmal darum kümmern. Dass wir endlich mit mehr Masse produzieren können, somit können wir schneller produzieren. Also das ist jetzt gerade der Hauptpunkt Nummer 1. Einfach für eine schnellere, bessere Produktion. Auf Tech 3 so schnell drüber zu gehen, das war ein Fehler. Aber sonst kommen wir ja gar nicht voran. Wie geht denn jetzt hin? Ach Gottchen. Ja, komm, lass ihn machen. Wie soll man das eigentlich schaffen? Jetzt mal so eine Frage zwischendurch. Wie soll man das eigentlich schaffen auf schwer? Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll denn das gehen? Auf schwer. Ich wüsste nicht, wie mir das hinkriegen soll. Ich meine, ich bin momentan schon hundertprozentig überfordert. Ich bin auch wahrhaftig mit Abstand nicht der beste Spieler, weil ich mit diesen Unterbrechungen einfach nicht vernünftig arbeiten kann.